Ja, servus und herzlich willkommen hier beim Project Hospital auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Wir werden hier noch einiges zu tun haben. Haben wir zwei Untersuchungsliegen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, dafür wird der Raum auch zu klein werden, aber... Schreibtisch. Rollstuhl. Dann ein PC. Drucker, wo ist Drucker? Da. Großer Geräteschrank, Hängegeräteschrank. Laborspüle. Der Raum ist zu klein. Er ist zu Graf. Das Infektionsding. Stoßwellentherapie. Hat das hier der Raum ist dafür viel zu klein eigentlich. Das heißt, wir müssen definitiv vergrößern. Das geht sonst nicht. Leute, das geht sonst nicht. Das heißt, Wände. Zack, zack. Dann kommt die Wand weg. Dann werden wir nochmal hier die Fliesen machen. Dann werden wir gucken, dass wir hier nochmal... ein bisschen was umbauen. So. So, Leute. Dann brauchen wir einen Gerätetisch. Gläsernbruchtisch, Schreibtisch? Nein. Dann Gerätetisch. Stoßwellentherapie. Ultraschallgerät. Brauchen wir auch noch. So.
Röntgenraum, Ultraschall. Ja. Wieso ist bei der Untersuchungsliege jetzt noch ein Ausrufezeichen? Ist das hier genauso? Nein. Warum mit zwei Untersuchungsliegen oder was? Ich habe gar keine Ahnung. Ganz ehrlich, Leute. Mal nicht, oder? So. Wir werden hier jetzt. Nein, ich kann nicht sein. Warum? Erste Graf, haben wir doch. Der wird empfohlen, den da hinzustellen anscheinend. Hiermit. Aha, das Gerät musste dahin. Aha. Okay. Funktioniert das jetzt hier mit Personal einstellen? Ja. Kandidat Personal einstellen, Klinik, Jobagentur, dein Schubert. Ultraschallassistent sind's alle. Wir brauchen am wenigsten hier, der hier. Dann nehmen wir den. Okay. Da haben wir jetzt noch einen Ultraschallassistenten. Alter Schwede, das war jetzt eine Geburt. Ich hätte nicht gedacht, dass das dahin muss, aber okay. Ja, mal sehen, was hier noch gemacht werden kann. Diabetes, $420. Okay, $210. Das wären schon heftigere Sachen. $70, okay. Och ja. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir das hier ordentlich meistern. So, der Patient ist jetzt dran. Der war noch nicht dran. Die aber war schon dran. Der 320. Alter Schwede. Leute, das gibt's doch nicht. Kommt zwei neue Patienten. So wie es aussieht, hier, der hier. Nee, die kann man nicht anklicken. Das heißt, die verschwinden einfach. Die gehen auf der Raum vorbei. Das sind nur normale Passanten anscheinend. Okay. Leute, wir brauchen mehr in der Klinik. Wir haben natürlich jetzt relativ viel bezahlt. Gebäude minus 23.000, aber okay. Wir haben heute bis jetzt einen Gewinn von gesamt 1.041 erstmal. Das ist schon mal in Ordnung. Blasse Haut, okay. Im Vergleich zu einem normalen Tint, ungewöhnliche blasse Haut, Schwindel. Temporäre Beeinträchtigung räumlicher Wahrnehmung und Stabilität. Vertigo, Ungleichgewicht, präkolaptisch, Ermüdung.
Subjektives Gefühl von Müdigkeit mit schrittweisem Ausbruch. Aha, okay. Raumüberwachungsstation. Der Raumüberwachungsstation. Station. Okay. Verfügbare Behandlung. Wir brauchen eine Station. Stationäre Aufnahmestation. Aufnahme des Patienten auf Normalstation. Okay. Das heißt, wie können wir das machen? Wartezimmer, Arztzimmer, Chirurgie. Okay, Leute, ich bin einmal ganz kurz aufgehört, ich beeile mich. Ich bin sofort wieder da, in der Zeit kann das immer weiterlaufen. So, Leute, ich bin wieder da. Alter, das Spiel macht richtig süchtig. Also, Mittagpersonal, 13 bis 14 Uhr Mittagpersonal, okay. Also, wir werden mal eine Aufenthaltsstation machen. Fürs Personal, oder? Was meint ihr? Eingriff aus. Okay. Wartet. Okay, welche Untersuchung ist jetzt? Bluttest. Das wäre natürlich dann besser, wenn das wäre. Hämolytische Anämie. Dafür würden wir insgesamt $560 bekommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hämolytische Anämie brauchen wir. Also wäre natürlich schlecht für den Patienten, wenn er das hat, aber... Für uns besser, weil wir brauchen definitiv Geld. Wir brauchen definitiv Geld.
Wie lange dauert das denn mit der Untersuchung hier? Tut nichts, okay. Aha. Eisenmangel, Anämie, okay. Dann sind es nur 160. Schade. Schade, 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 schade. Egal. Leute, wir haben 7 Patienten schon behandelt anscheinend. 10 kriegen wir. Brauchen auf jeden Fall mehr. Viel mehr Patienten. 1660 Dollar. Wie können wir eine Normalstation bauen? Das werden wir gucken, wenn wir uns dann in der nächsten Folge drum kümmern. Ich danke euch erstmal soweit fürs Zusehen. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Bock habt, schaltet natürlich in der nächsten Folge wieder rein. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, Servus und Tschüss.